I don't know how I came to it. That's, I don't know. How does anything happen? My music is mainly about revealing something that before one has never heard. Ich weiß nicht, wie das alles kam. Meine Musik handelt von Verdeutlichung, vom Offenlegen von etwas, das niemals zuvor gehört wurde. Ich glaube, in den 60ern gab es die Tendenz, Akustik zu erforschen. Ich verzichtete auf Sprache, auf die europäisch-amerikanische musikalische Sprache des Serialismus und der Tonalität. Ich verlor einfach das Vertrauen in diese Sprache und entschloss mich, eine Musik ohne Sprache zu machen. John Cage hatte seine Musik der Unbestimmtheit. Das interessierte mich nicht. Ich brauchte etwas anderes, um meine Klänge zu kontrollieren. Und das war ihre physikalische Beschaffenheit, ihre Körperlichkeit. I needed something else to control my sound, so I dealt with the physicality of the. Als ich dem amerikanischen Komponisten Alvin Lucier zum ersten Mal begegnete, demonstrierte er mir sein Klangprinzip, sein Konzept von Resonanz, indem er zwei Bleistifte nahm und fortwährend aneinander schlug. Einen der beiden Bleistifte legte er dabei an eine zufällig auf dem Tisch stehende Pappschachtel, wobei die Schläge plötzlich ein viel größeres Volumen bekamen. Die Energie des Aneinanderschlagens, die vorher fast völlig verpufft war, bekam Resonanz. Es war weiterhin das Aneinanderschlagen der Bleistifte, aber mit dem Klangraum des Kästchens versehen. Dann führte er die Bleistifte zu einer Kaffeedose aus Blech und das Phänomen wiederholte sich, aber mit einem anderen klanglichen Ergebnis. Pappschachtel und Blechdose verwandelten die mechanische Energie in verschiedener Weise zu Klang. Damals wusste ich noch nicht, dass er mir das Konzept seiner Opera for Objects demonstriert hatte. Das Prinzip ist jedoch das eines jeden Musikinstruments. Eine gespannte Saite hat keine besondere Wirkung ohne einen Geigen- oder Gitarrenkorpus. Ein Trompetenmundstück kann keinen weithin hörbaren Schall erzeugen ohne die langen Röhren und den Schalltrichter. Aber während Musikinstrumente auf eine besonders strahlende, kraftvolle, himmlische Klangqualität hin konstruiert sind, entbehren Luciers Objekte dieser komplett. Und wie schön ist das? Wie viel mehr tritt die Zugeneigtheit des Ohres hervor, wenn es nicht verführt wird? Arm und in Frieden erscheint, wie im Erwachen der Kreatur, der Uranfang der Musik. You know, one way, I remember John Cage used to say to David Tudor. Ich erinnere mich an ein Gespräch von John Cage mit David Tudor. Cage schlug auf den Tisch und fragte, was ist das für ein Klang? Dann entwickelten sie Musik mit Hilfe von Tonabnehmern von Plattenspielern, die Cartridge Music. Das ist eine Möglichkeit. Ich mache es, indem ich sie mit einem Bleistift schlage. Ich schlage nicht den Gegenstand selbst, sondern einen Bleistift, der den Gegenstand berührt. Es ist ein Mysterium. Aber diese Objekte haben ein eigenes Klangleben. Hier spielt Alvin Lucier seine Oper für Objekte selbst in einem Konzert der Berliner Märzmusik 2009. Vor 300 Leuten, ohne Verstärkung, und das Publikum beugt sich vor und lauscht und verharrt fast 20 Minuten in atemloser Spannung.
Die Konzepte seiner frühen Werke waren alle so. Eine schallerzeugende Energie, ein Anreger, wurde in Kontakt zu einem Resonanzraum gebracht. In I'm Sitting in a Room wird ein einmal aufgenommener Text immer wieder neu in den Raum abgespielt und aufgenommen, bis der Text ganz unkenntlich ist und nur noch die Resonanzen des Raumes übrig bleiben, also harmonische Schwingungen, die zwar aus der Stimme kommen, aber die Eigenschaften des Raums porträtieren, was letztlich einer stark verlangsamten Rückkopplung entspricht und auch so klingt. Auch die Dauer eines solchen Vorgangs, der in der vorliegenden Aufnahme 45 Minuten einnimmt, in welcher sich der Klang in kleinen Schritten verändert, ist Bestandteil der musikalischen Wahrnehmung. Dieser Zusammenschnitt kann nur den physikalischen Effekt vorstellen. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again. Eine der faszinierendsten Anordnungen, die eigentlich paradox ist und jeglichen direkten Zugriff auf die geplante musikalische Gestaltung verbietet, ist die Music for Solo Performer. 1965 I composed Music for Solo Performer for Brainwaves. 1965 komponierte ich die Music for Solo Performer für Hirnwellen. Niemals hat jemand Hirnwellen gehört. Natürlich sind das keine Schallwellen. Es sind elektromagnetische Schwingungen. Hier wird der Mensch selber der Klanganreger, wobei ihm Elektroden an den Kopf angelegt und seine Hirnströme abgetastet werden, aber nur die Alphawellen um 12 Hertz sind hier von Interesse. Alphawellen bilden sich im Hirn aber nur im entspannten Zustand und nur bei geschlossenen Augen. But they occur low enough in the system. Sie liegen so tief, dass man sie als getrennte Pulse wahrnimmt, statt als Schwingung. Aber es gibt sie, ständig. Und ich fand eine Methode, naja, nicht ich, weil ja jeder sich Elektroden an den Kopf kleben und die niederfrequenten Geräusche mit einem Verstärker so ungeheuerlich verstärken kann, dass sie ein Signal aussenden. Und mit diesem Signal brachte ich Schlaginstrumente zum Mitschwingen. Was hier wie ein Duo von Free-Jazz-Schlagzeugern klingt, sind die von den verstärkten Alphawellen angeregten, im Raum verteilten Schlaginstrumente. Selbst wenn eine willkürliche Veränderung des Entspannungszustandes möglich ist, kann diese nie im Bewusstsein der von den Alphawellen gesteuerten Musik bewirkt werden, weil beim Gedanken an die Musik die Alphawellen sofort enden würden. Ein größeres Maß an Nicht-Eingriff in die musikalischen Vorgänge, soweit Menschen beteiligt sind, kann es kaum geben. That reveals something that humans. Das offenbarte etwas, was Menschen, glaube ich, nicht wahrnehmen.
diese 12 Hertz Alpha-Wellen. Obwohl Pauline Oliveros einmal die Vermutung äußerte, dass man in manchen Kulturen, zum Beispiel bei diesen sehr tiefen buddhistischen Gesängen, die wirklich sehr tief sind, versucht, in den Frequenzen der Alpha-Wellen zu singen. Tief genug, um etwas Elektrisches zu imitieren, das im Gehirn vor sich geht.
One of the problems with performing my music is it has to be quiet. Eins der Probleme bei meiner Musik ist, dass es sehr still sein muss. Meine Musik ist sehr leise. Erfolgreiche Musik im unterhaltenden Sinn ist meist eine Musik, die schnell und laut ist. Wie heißt diese Dame aus Finnland? Saariaho? Ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Sie sagte mir mal, wenn ich mit einem Stück schnell und laut ende, bekomme ich viel Applaus. Alle Komponisten, Mozart, Beethoven, haben das gewusst, nicht wahr? Ihre Stücke enden nicht leise. Ich glaube, es gibt kein Stück von Beethoven, das leise endet. Einige Stücke von Lussier, die sich dem Ausdrucks- und Dramaturgiepostulat der klassischen und auch der meisten neuen Musik nicht unterwerfen. Vespers für mobile Echolote im Raum, Chambers für bewegliche Klangbehälter, Memory Space für Musiker, die Eindrücke der Stadt auf ihren Instrumenten nachspielen. Musik für einen langen, dünnen Draht, dessen Schwingungsverhalten durch minimale, nicht planbare Verzerrungen des Raums verändert wird. Theme für vier Sprecher mit Mikrofonen in verschiedenen Behältnissen, um nur einige der Konzepte zu nennen, mit denen Lussier Klangereignisse ermöglicht. Indem er sie Musik nennt und die Hörer ihnen als Musik lauschen, wird es Musik. Endlich wird der Begriff Musik befreit vom Ritual einer perfektionierten Aufführung. Many composers would say, gee, I had that idea for Vespers. I had an idea like that. Viele Komponisten sagten, Mann, ich hatte so eine Idee wie für Vespers. Warum habe ich nichts daraus gemacht? Ich glaube, das lag damals in der Luft. Es mag eine Vereinfachung sein. Ich ging nach Darmstadt, als ich in den frühen 60ern in Europa lebte und hörte alle diese Musik von Boulez, Berio, Stockhausen und so weiter. Ich bewunderte das sehr. Aber ganz plötzlich wurde mir klar, dass ich solche Musik nicht schreiben konnte. Es war europäische Musik. Diese Komponisten hatten es im Blut. Es kam aus der Tradition. Es kam direkt von Webern und Schönberg und so. Und ich dachte, wenn ich Musik wie diese schreiben könnte, unter Verwendung serieller Techniken, wäre das eine Fälschung. Es wäre nicht wahrhaftig, nicht gut genug. Ich musste etwas Eigenes finden, egal was. Ich bin ein Amerikaner, aber ich war nicht so gut im Jazz. Das kam nicht in Betracht. Ich kam nach Hause zurück und traf einen Wissenschaftler, der einen Gehirnwellenverstärker gebaut hatte. Und er sagte, hören Sie, ich möchte Komponisten dazu bringen, sich hierfür zu interessieren. Aber die meinen bloß, dass das eine verrückte Idee sei. Ich sagte, ich habe überhaupt keine Ideen. Außerdem finde ich das nicht verrückt. Mein Kopf ist leer. Also machte ich mich daran und ging dem nach. Alvin Lussiers Vespers von 1969, zu Deutsch vielleicht Abendstück, schickt die Musiker mit mobilen Echoloten durch einen Aufführungsraum, um mittels der sich verändernden Echos einen rein auditiven Eindruck von der Architektur des Raums zu erhalten, sowie Fledermäuse oder U-Boote in ihrer jeweiligen Umgebung.
Luciers frühe experimentelle Arbeiten stellen eine spektakuläre Neufassung des Begriffs Musik dar. Werke wie Vespers oder Chambers, die den Ort auditiv erörtern bzw. dem Gehör ermöglichen, Höhlungen wahrzunehmen, reaktivieren eine in der Zivilisation, in jener übersichtlich aufgeräumten Welt vernachlässigte Fähigkeit zur auditiven Beurteilung der Umgebung. Die Wildnis ist blickdicht und Gefahren lauern hinterm Busch. Das Gehör macht sie durchsichtig. Das ist sehr amerikanisch, nicht im Sinne der politischen Widerspenstigkeit eines Henry David Thoreau, die ihre musikalische Verwirklichung durch Ives und Cage erfahren hat, sondern eher im Sinne von Situationen in der amerikanischen Landschaft 200 Jahre vor Luciers Geburt, wie sie zum Beispiel in den Lederstrumpf-Romanen von J.F. Cooper vorkommen, wo man staunen lernt, welche Bedeutung das Auditive für die Indianer hatte und wie einfühlsam Cooper das Lauschen als überlebenswichtige Orientierungshilfe beschreibt. Allein durch das Arrangement, die Aufstellung von Herausforderungen ans Gehör, entsteht bei Lucier Musik. Eine Musik allerdings, in der dem Rezipienten eine fast noch größere Produktivität als dem Produzenten abverlangt wird. I don't want to impose any formal structure that is foreign to the material itself. Ich will keine formale Struktur erzwingen, die dem Material selbst fremd ist. Wenn ich so eine Struktur schaffen würde, was ich immer wieder versucht bin zu tun, würde es die natürliche Entfaltung der akustischen Wahrnehmung innerhalb dieses Raumes stören. Deswegen versuchte ich immer, mich so neutral wie möglich zu verhalten. Ich ordne diese Dinge an, aber in einer sehr simplen, vereinfachenden Weise, sodass Beziehungen nicht aufkommen. Wenn man Beziehungen etabliert, liegt das Augenmerk darauf, statt auf dem akustischen Phänomen, das ich erforschen will. Ich meine, ich kann alles strukturieren. Ich habe Fuge und Sonatensatz studiert und kenne jede Menge Stücke der verschiedensten Komponisten. Aber wenn ich das machen würde, würde man nur auf die Beziehungen achten und nicht mehr auf die Akustik. I find that if I do that, then the focus is on the relationships that I form and not on the acoustics. Seit 1970 ist Lucier Professor an der Wesleyan University in Middletown, Connecticut, die durch ihn ein Nest für Klangkünstler geworden ist. Das generelle Konzept des frühen Lucier, Klangereignisse mit einem anderen Aufwand als mit Musikinstrumenten zu gestalten, wurde von mittlerweile berühmt gewordenen Schülern wie Ed Osborne oder Ron Koivula übernommen und weiterentwickelt. Aber damit endet die Geschichte nicht. Seit etwa 1980 häufen sich Kompositionen für Ensembles und Instrumentalisten. Musikinstrumente aber besitzen Traditionen der Klangproduktion. Meine Frage an Lucier war, ob er sich nicht freier fühlt, wenn er für nichtmusikalische Gegenstände und technische Geräte komponiert. Nein, nicht wirklich. Der Grund dafür, dass ich Instrumente benutze, ist, dass Leute mich gebeten haben, diese Stücke zu machen. In meinen frühen Tagen, bei meinem Gehirnwellenstück, bei Vespers oder I'm Sitting in a Room, habe ich nichts anderes gemacht als sowas. Aber dann, 1980, bat mich Roy Wiseman, das Septett zu schreiben. Und dann, in Memoriam John Higgins, übrigens ein wunderbarer Klarinettist, haben mich Musiker gebeten, Stücke zu komponieren. Deswegen habe ich das gemacht. Nicht, dass ich mich entschlossen hatte, umzusatteln. Jedoch entkernt Lucier die Funktion der Instrumente, indem er ihnen weitestgehend die Melodie nimmt. Er lässt sie nur einzelne Töne spielen, diese allerdings mit äußerster Genauigkeit. Trotzdem ist das in gewisser Weise eine Unterforderung. Musikinstrumente geben dem Menschen die Fähigkeit, außer mit der Stimme, kontrollierte Tonhöhen zu erzeugen. Und in der westlichen Musik wird vornehmlich aus der Folge von Tonhöhen Bedeutung geschlagen. Das interessiert Lucier gar nicht. Ebenso wenig zielt er auf emotionale Wirkung komplexer Klanggebilde ab, wie sie zum Beispiel in Werken von Chelsea im Zentrum stehen. Ihm geht es vor allem um ein Phänomen, das so banal wie faszinierend ist und entsteht, wenn zwei wenig unterschiedliche Tonhöhen gleichzeitig erklingen und sich dabei wechselnd auslöschen und verstärken, die Schwebung. Die Schwebung ist ein Klangphänomen, das nicht direkt gespielt werden kann, sondern das wie ein Gespenst auftaucht, wenn die besagten ähnlichen Tonhöhen es heraufbeschwören. Aufführungen dieser Werke erinnern somit auch deutlich an Seancen. Plötzlich ist es nicht mehr der Raum, der hörend ertastet werden soll, sondern die Klangwesen, die in einer gewissen, jedoch nicht überwältigend vielfältigen Varianz auftauchen.
Sehr viele Werke widmet Lussier der Gegenüberstellung des instrumentalen Tons mit dem elektronischen, vollkommen gesicherten Ton. Dazu benutzt er Sinusschwingungen, statische, wie im Septett, oder glissandierende, wie in Memoriam John Higgins. Nicht überraschend sind die Partituren für die Stücke von äußerster Schlichtheit, besitzen aber durch ihre Einfachheit eine Eleganz, wie man sie genialen mathematischen Formeln zuschreibt. Beim vielgespielten In Memoriam John Higgins, einem Paradestück für Klarinettisten, ist dies eine aufsteigende Linie, die durch 13 kurze vertikale Linien gekreuzt wird. Und das Stück besteht aus einem langsamen, über 3 Oktaven aufwärts gleitenden Sinusglissando, von welchem sich eine Klarinette in dem jeweiligen Tonhöhenbereich durchkreuzen lässt, wobei eine sich erst bis zum Stillstand verlangsamende, dann wieder beschleunigende und schließlich ersterbende Schwebung ergibt. Berühmt ist Lussier für seine Installationen und es gibt nur einen graduellen Unterschied zwischen diesen und seinen performativen Werken zur Innen- und Außenraumerforschung. Ja, ich habe ein paar Installationen gemacht, zum Beispiel Musik für einen langen, dünnen Draht, leere Gefäße, etwa 7 Stück. Aber ich mache heute keine mehr. Ich habe keine Ideen. Leute fragen mich ständig danach, aber ich habe keine neuen Ideen dafür. Ich interessiere mich mehr für aufführbare Musik. Der Begriff Musik ist ein Maßstab für die Wahrnehmung. Lussiers Musik soll nicht anders gehört werden als andere Musik, nicht als Meditationsmusik zum Beispiel. Wenn man die zur Aufführung nötige Konzentration betrachtet, ist diese keine andere als die eines hervorragenden Beethoven-Spielers. Sie sieht aber anders aus, da sie oft fast bewegungslos ist. Der Spieler, sowohl in den frühen als auch später in den instrumentalen Werken, wirkt wie ein Priester, der ein Ritual leitet. I don't like ritual. I know Pauline Oliveros uses ritual a lot. Ich mag keine Rituale. Pauline Oliveros benutzt häufig Rituale. Ich mag keinerlei religiöse oder exotische Ideen von Meditation oder Ritual. Die Spieler müssen sich bloß sorgfältig darauf konzentrieren, die Musik zum Klingen zu bringen. Ich bin vor ein paar Monaten in New York in ein Konzert gegangen, wo ein junger Skandinavier Klaviersonaten von Beethoven spielte. Das ist ein Ritual. Er kommt raus auf die Bühne, setzt sich hin, Applaus, Stille, erfasst sich und spielt. Das ist alles, was ich diesbezüglich denke. Wissen Sie, man fragt mich, können die Leute während der Aufführung herumlaufen? Und ich sage nein. Weil der Klang sich oft selbst bewegt, bei Sinustönen, sich ändernden Tonhöhen, wird der Klang von Wänden und Decke des Raums reflektiert. Und die Berge und Täler der Wellen kreisen im Raum. Wenn man sich da bewegt, stört man das. Nur in einer Installation, da kann man sich bewegen. Aber ich schätze keinerlei Beteiligung des Publikums an einer Performance. Ich glaube, man beteiligt sich am besten, wenn man sehr sorgfältig zuhört. Die Sorgfalt des Spielers und die Sorgfalt des Hörers bei der Aufführung sind die Basis des Erlebnisses einer stillen Schönheit. Was man hört, ist, was physikalisch tatsächlich klingt. Es ergibt sich eine Symmetrie zwischen Spieler, Klang und Hörern. Wie kann eine so unaufwendige Musik verglichen werden mit dem vielen, was in der Musik als schön angesehen wird? Die Sorgfalt und Genauigkeit bei der Betrachtung von Dingen, die man nicht gewohnt ist, zu betrachten, fördern aber auch Anzeichen von Diversität und Komplexität zutage. Nicht immer kreuzt bei John Higgins der Klarinettenton das Sinus Glissando exakt. Manchmal endet er auch mit dem Stillstand der Schwebung. Und in extrem reduzierter Form findet man Muster der klassischen Musik darin. Ein Rondo, wenn die Änderungen der Schwebungen immer wieder aufgenommen werden. Oder Dramatik, wenn der Ton in der höchsten Oktave schrill klingt und die Schwebung meckernd flattert. Das alles ergibt sich aus der Automatik des Konzepts, kann aber als Ausdruck gehört werden, wenn man will.
In neuerer Zeit entstanden sogar mehrere Werke, die auf das technische Signal ganz verzichten. Langsam hat sich Lucier so wieder an seine Anfänge zurückgetastet, nur mit einer Perspektive, die damals nicht zu erwarten gewesen war. When I went to Yale as an undergraduate, I was half in the college and half in the School of Music. Als ich noch neu in Yale war, war ich zur Hälfte im College und zur Hälfte in der Musikschule. Und nach einer Weile hatte ich meinen Freundeskreis nur noch in der Musikschule, dem Konservatorium der Yale-Universität. Ich verbrachte viel mehr Zeit mit den Musikern als mit meinen Kollegen im College. Ich genoss die Diskussionen über das Flötenspiel, Intonation, Ansatz, Zusammenspiel im Ensemble. Ich liebte Klassikaufführungen, Beethovens sämtliche Sonaten und verschiedene Musik, die ich studierte. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt Musik für Instrumente mache. Ich kann momentan nichts anderes machen, aber das mag sich auch wieder ändern. Konzeptuell sind diese neueren Werke nicht komplett anders als jene zahlreichen mit Sinustönen, denn auch hier ist die Untersuchung von Schwebungszuständen das primäre Ziel. Aber die Töne von Instrumenten sind komplexer, ihre Genauigkeit ist beschränkt und die verschiedenen Obertöne machen das Ergebnis weniger vorhersehbar. Das könnte als eine weitere Emanzipation komplexerer Ergebnisse angesehen werden, teuer erkauft allerdings durch größere Ungewissheit, und es sorgt bei einigen Musikern mitunter für Irritation, wenn Lucier in den Proben seine Gleichgültigkeit gegenüber einem deutlichen Effekt kundtut. Luciers Musik mag somit mit Negationen zutreffender zu beschreiben sein als mit handhabbaren Zielen und leicht zu ordnenden Effekten. One thing I could add, I never use extended techniques. Eines kann ich hinzufügen. Ich habe nie erweiterte Spieltechniken benutzt. In viel zeitgenössischer Musik, zum Beispiel für Geige in dem Konzert gestern Abend, wollte dieser Komponist die Spieler nicht nur auf einfache Weise einen Klang produzieren lassen, sondern nur Geräusche. Ich benutze nie Flatterzunge, Collegno, nicht mal Pizzicato und nur ganz sorgfältig gewählt Sul Ponticello. Ich möchte den Klang der Instrumente in ihrer reinsten, einfachsten Form hören. Das hat auch einen akustischen Grund. Diese Stücke haben mit Schwebungen zu tun. Man muss sie so deutlich wie möglich machen durch Annäherung der Stimmung. Und man braucht dazu den saubersten Ton wie irgend möglich. In Tunings spielt der Cellist in reiner Stimmung, das Klavier in gleichschwebender Temperierung. Sie spielen immer die gleichen Noten. Da muss man sehr sorgfältig sein, um die kleinen Schwebungsmuster hörbar zu machen, die entstehen, wenn die Töne nicht exakt gleich sind. Es ist eine Methode, um die beiden Stimmungssysteme zu vergleichen. Aber wenn ich irgendwelche ausgefallene Klangveränderungen anwenden würde, würde es nicht funktionieren. Es muss einfach sein. Einfach, ja, aber das Ergebnis ist komplex, besser chaotisch, nicht vorhersehbar. In Tunings mit Charles Curtis Cello und Anthony Burr Klavier werden Flageolets in reiner Stimmung den nominell gleichen Tönen auf dem Klavier gegenübergestellt. Die Deutlichkeit von Schwebungswirkungen ist zumindest in den rein instrumentalen Werken kein konstanter Parameter mehr und es wirkt mitunter wie die Trial-and-Error-Methode der pharmazeutischen Chemie, wenn der Effekt zweier Töne erprobt wird. Ich fragte nach dem Konzert den Cellisten Charles Curtis, ob er sich angesichts dieser Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses, das eben bei aller Anstrengung auch scheitern könne, nicht wie ein Kästchen auf dem Tisch bei Opera with Objects fühle, ausgeliefert und falsch verwendet. Curtis, bevorzugter Interpret Lamont-Young's und viele Jahre lang im NDR-Symphonieorchester als Solo-Cellist unter Günter Wand in Bruckner- und Beethoven-Symphonien zu Hause, vergleicht seine Verpflichtung zu Alvin Luciers Musik mit der zu Wands interpretatorischer Autorität. Es gehe um eine Präzision, die die Wahrheit über den Effekt stelle. Und die Wahrheit ist ungewiss. Also wie ein Objekt fühle ich mich nicht. Da geht es ein bisschen darum, wie man jetzt Wirkung definiert. Und die Wirkung bleibt für mich nicht aus, wenn ich das Flageolett nicht völlig treffe. Das ist dann halt eine andere, das ist dann eine zerbrechliche und eine, wie Sie sagen, instabile. Aber es ist trotzdem Klang, es ist trotzdem ein sehr komplexer Klang. Und diese Variation zwischen dem, was Sie jetzt Treffen nennen, und das, was sich ergibt durch diesen Vorgang, ist ja eine Art von Komplexität. Es ist eine Art von Reichtum an Klangspektrum, an Klanginhalt.
Nicht? Und das wird ja vergrößert durch so eine Musik. Nicht? Und man gibt sich ja große Mühe, immer zu treffen. Und durch diese Mühe ist das Nicht-Treffen, dann denke ich, auch interessant. Wenn man sich jetzt die Mühe nicht geben würde und irgendwas, dann ist die Variation nicht so spannend. Aber ich finde, durch die Mühe ist dann ein etwas breiteres Spektrum da, was ja auch ein Reichtum ist, so sehe ich das. Die Differenzen von der reinen zur temperierten Stimmung ist ja sehr schwer erfassbar, weil die Töne so hoch sind. Wären sie schon eine Oktave tiefer, würde man mehr Schwebung hören, weil die Schwebungen so hoch sind, so schnell sind durch die Höhe. Das ist alles zusammen, das Stück. Man darf sich nicht zu sehr festlegen an dem Prinzip von dem Stück, was ja mit dem Divergenzgrad zu tun hat. Das ist so ein Kern von dem Stück, aber das ist nicht das ganze Stück dahinter.
Eine noch weitere Verfeinerung der klanglichen Diversität ist ein Stück namens Coda Variations, das Lucier dem Tuba-Spieler Robin Hayward auf sein Instrument geschneidert hat. Diese Tuba hat 6 Ventile, deren Kombinationen praktisch jedes reine Intervall bis weit in den Bereich mikrotonaler Harmonie hinein darstellen kann. Die Kombinationen der 6 Ventile erlauben 40 verschiedene Rohrlängen und sagenhafte 386 Töne. Lucier nahm aus der Tuba-Stimme von Morton Feldmans Durations die 8 Töne der Coda und variierte deren Tonhöhen nach den auf einer Tabelle erfassten Möglichkeiten dieses speziellen Instruments. Lucier verzichtet auf Sinustöne und weitere Instrumente, kurz er verzichtet auf die für seine instrumentale Musik so wesentlich gehaltenen Schwebungen. Die Tonfolge dreht sich rätselhaft, aber bald verlässt das Ohr die Suche nach einer verfolgbaren Melodie und wendet sich dem Klang zu, der reinen Physik des Klangs. Wie richten sich die Töne mit ihren Obertönen in den 40 möglichen Rohrlängen ein? Wie vollzieht sich in den ersten Schwingungen des Tons die Evolution seines Klangs in der jeweiligen Umgebung, die einige Frequenzen verstärkt und andere dämpft? Diese klanglichen Unterschiede in einem schmalen Band zwischen Klarheit und Weichheit sind die Melodie dieser Musik. Und so kommt Lucier in diesem späten Werk zu seiner Grundfrage der frühen Experimente zurück. Wie klingt's in Räumen und Gefäßen? Wie verorten wir uns mittels des Hörens? Wie fühlen wir uns, wenn wir uns als Ton denken? Mm-hmm.
Mm-hmm.